Hi Simon, thank you very much for finding the time to give us a little bit of an update on the present situation in Europe and generally. Thank you, Ibn. I'm just going to turn the volume down. I wanted to do an update after our last information. Ich möchte gerne ein Update geben nach der letzten Information, die ich gegeben habe. A very short period of time after our first update. Nach einer kurzen Zeit nach dem ersten Update. There was the supposed incident of assassination for the German Chancellor. Da war dieser Incident, dass die Angela Merkel angegriffen wurde. I had warned that the top people in the world had turned against the German Chancellor. Ich habe gesagt, dass die Top-Leute in der Welt sich gegen Angela Merkel gewandt haben. And then within a very short few hours of our announcement, we were told about this attack on her motorcade. Und innerhalb kurzer Zeit, ganz wenige Stunden nach unserer Veröffentlichung, hat das stattgefunden. I understand that some people are thinking that my information is incorrect. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die denken, dass meine Information inkorrekt ist. However, when you listen to my first update and then look at the timing of the attack on the cavalcade, on the carcade, you realize my information is accurate. Dennoch, wenn du das allererste Update hörst und dann die weiteren Updates, dann kann man verstehen, dass meine Information korrekt ist. There is a group of people who wish a third world war. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die den dritten Weltkrieg herbeiführen wollen. And Angela Merkel is seen as the Archduke Ferdinand. Und Angela Merkel wird als der Archduke Ferdinand. Try your best. Say it in German, quietly in your head. Der Erzbaron Ferdinand betrachtet. Thank you. The murder of the Archduke caused the First World War. Das Töten des Ferdinands hat den Ersten Weltkrieg herbeigeführt. Germany was manipulated into the First World War and the Second World War. Deutschland wurde in den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg hin manipuliert. And they're trying to do the same for a Third World War. Und das Gleiche wird jetzt versucht mit dem Dritten Weltkrieg. Today, American tanks in Central Europe. Heute werden amerikanische Panzer in Europa have moved to their final positions, which is an offensive stance. Werden aktuell in die finale endgültige Position gebracht, was praktisch eine Kriegserklärung darstellt. For the last week, the Americans have been moving their tanks, but it was not reported. In den letzten Wochen haben amerikanische Panzer ihre Position geändert, aber das wurde nicht berichtet. They are now in their final positions geographically. Sie sind jetzt in ihrer endgültigen Position geografisch betrachtet. The whole point of this is to provoke Russia into military attack. Die ganze Aktion soll bewirken, dass Russland sich in den Krieg Russland in den Krieg zu ziehen. Finland today has issued the same warnings to its citizens. Finnland hatte heute auch die gleiche Warnung an ihre an die Menschen dort ausgerufen. As the Czech Republic and Germany herself. So wie die Tschechische Republik und Deutschland auch.
namely to store food and water for a minimum of 10 days. Nämlich Essen und Wasser für 10 Tagen, Minimum von 10 Tagen zu lagern. It does not matter if this is all a false flag. Es ist egal, ob das jetzt eine false flag Geschichte ist. Or a real ramping up of military action. Oder eine tatsächliche Aufstockung von militärischen Aktionen. The point is that the elite are wishing to destabilize the world through Europe. Der Hintergrund ist, dass die Amerikaner die europäische Gemeinschaft destabilisieren möchten. With the financial situation in the world critical, it is seen that a war is the only way to make new profit. Mit der finanziellen Situation weltweit wird ein Krieg als die einzige Lösung daraus betrachtet. This is the view of the Rothschild family. Das ist die Geisteshaltung der Rothschild-Familie, Rothschilds. The satanic arm of the Illuminati. Der satanische Abzweig der Illuminaten. Wish war just for war's sake. Möchten einen Krieg nur um einen Krieg führen zu können. Please know this. Bitte, ich möchte das mitteilen. That if we do not panic and we do not become frightened, wenn wir nicht Panik kriegen und keine Angst haben, we stand a better chance of preventing a new catastrophe. Haben wir die bessere Chancen, eine neue Katastrophe vorzubeugen. Over the next few days, in den nächsten paar Tagen, the decision will be made whether this just becomes quiet or whether it is escalated to something very serious. Wird es sich herausstellen, ob das jetzt einfach abebbt und ruhig wird oder sich zu etwas sehr Ernsthaftem entwickelt? Anyone who has listened to my statements over the last 2 years. Jeder, der meine Aussagen in den letzten 2 Jahren gehört hat, will know that I have told people to store food and water for 2 weeks. Wird wissen, dass ich empfohlen habe, Essen und Wasser für 2 Wochen zu lagern. Now official governments are also saying store food and water. Jetzt sagen auch die Regierungen, dass man Wasser und Essen lagern soll. I and many other people, ich und viele andere auch, have warned of this potential situation. Haben vor dieser potenziellen Gefahr gewarnt. Please remain calm and strong. Bitte bleibt ruhig und stark. Do not believe everything that is coming out of mainstream media. Und glaubt nicht das oder nicht alles, was aus der Mainstream Media berichtet wird. This is now a message to all Connecting Consciousness members. Das ist jetzt eine Nachricht an alle Connecting Consciousness Mitglieder. Please ensure that you have the email addresses and phone numbers. Bitte geht sicher, dass ihr die Telefonnummern und Adressen von of your coordinators and local support networks. Von, dass ihr die Nummern und Adressen von euren Koordinators habt und auch eine lokale Support Group. Please make preparations for you and your family so that you can be as safe as you can be. Bitte macht Vorbereitung, kehrt Vorbereitung vor für dich und eure Familien, damit ihr möglichst sicher bleibt. Thank you. I will give more information as I hear it. Vielen Dank. Ich werde mehr Informationen geben, sobald ich die bekomme. Vielen Dank. Okay. Thank you. Right. Well, thank you very much, Simon, for this update. Could you please say a word towards American members? They seem to be very American concerned. Members. American members are not being told any of this news. It is being kept out of the American media. So this will be brand new for many of you.
You need to look on the alternative media sites or try to get internet news from European countries. You are not being told the truth by your government. It is being hidden from you. Please seek alternative news. Okay, well, thank you very much, Simon, for this update. Deutsche Behörden bitten die Bürger, einen Vorrat Nahrung und Wasser anzulegen. Eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall eines großen Terrorangriffes. Der Schritt ist Teil einer neuen Verteidigungsstrategie, über die die Regierung nachdenkt. Zugeschaltet aus Berlin ist Emily Su. Guten Morgen, Emily. Was wissen wir noch über diesen Plan? Die neuesten Informationen basieren auf einem geleakten Verteidigungsbericht, der von einer lokalen deutschen Zeitung zitiert wird. Natürlich wurde die Geschichte bereits von der internationalen Presse aufgegriffen. Der Bericht heißt Konzept zur zivilen Verteidigung, ist 69 Seiten dick und angeblich wird er am Mittwoch von der Regierung diskutiert. Laut dem Bericht plant die deutsche Regierung, die Bürger zu ermutigen, sich auf eine Katastrophe oder einen Angriff vorzubereiten, indem sie Nahrung, Wasser und andere Vorräte anlegen, darunter auch Medikamente. Bürger sollen für 10 Tage Nahrung und für 5 Tage Trinkwasser lagern, damit sie eine gewisse Zeit überstehen können, bis die Regierung auf eine Katastrophe oder einen Angriff reagieren kann. Der Bericht stellt zudem klar, dass, auch wenn ein bewaffneter Angriff auf Deutschland unwahrscheinlich ist, die Bürger das als Vorsichtsmaßnahme dennoch tun sollten. Zitat: Sich angemessen auf eine Entwicklung vorbereiten, die unsere Existenz bedrohen könnte. Diese neueste Entwicklung kommt zusammen mit einer langen Liste von Sicherheitsmaßnahmen, die die deutsche Regierung infolge der jüngsten Terrorangriffe in Europa und auch in Deutschland angekündigt hat. Am selben Tag, an dem der Bericht geleakt wurde, hat der deutsche Innenminister de Maizière einer anderen deutschen Zeitung erzählt, dass er 2 Dinge durchsetzen möchte. Zum einen Gesichtserkennungssoftware an Transitpunkten installieren, wie Flughäfen und Bahnhöfen, damit die Behörden Terrorverdächtige leichter ausmachen können. Außerdem erklärte er seine Unterstützung für ein Rucksackverbot bei öffentlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Oktoberfest. Und am Freitag erst veröffentlichte de Maizière ein Dokument mit dem Namen Berliner Erklärung. Dieses enthält ein teilweises Burka-Verbot, die totale Verschleierung muslimischer Frauen. Außerdem den Entzug der doppelten Staatsbürgerschaft von Bürgern, die als eine Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft wurden. Eine Woche zuvor wurde eine Liste anderer Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Sie enthalten die schnellere Abschiebung gefährlicher Ausländer, härtere Strafen für falsche Asylanträge und eine Lockerung des Arztgeheimnisses. Laut diesen Entwicklungen ist es offensichtlich, dass sich Deutschland im Alarmzustand befindet. Denn im vergangenen Monat gab es mindestens 2 Angriffe mit direkter Verbindung zu islamischem Extremismus, sowie einen Amoklauf eines emotional instabilen Teenagers. Okay, thanks Emily. That was RT's Emily Su there. Augen auf Neues. Warum jetzt der Aufruf zur Notvorsorge? Ein Artikel von Freeman aus dem Alle Schall und Rauch Blog. Seit Sonntag ist die große Panik am Laufen. Denn ich werde mit Mails meiner Leser zugeschüttet. Ich soll doch über den Aufruf der deutschen Bundesregierung etwas schreiben, einen Notvorrat anzulegen. Hier ein Beispiel so einer Leserzuschrift. Seit heute, dem 21.08.2016, wird in jeder Zeitung und jedem Nachrichtensender in Deutschland berichtet und aufgefordert, erstmals seit dem Kalten Krieg Lebensmittelvorräte für 10 Tage pro Person anzulegen. Könntest du vielleicht darüber einen Artikel schreiben, was wirklich an der Sache dran ist? Wie ernst man das Ganze nehmen sollte und in welchem Zusammenhang sie stehen könnte. Also ich muss darüber schmunzeln, denn es zeigt wieder das typisch deutsche Verhalten. Erst wenn offiziell von oben die Warnung und die Aufforderung kommt, macht man sich Sorgen. Dabei habe ich schon 2008 dazu geraten, Vorsorge zu treffen. Nur damals hat man mich ausgelacht und als Panikmacher hingestellt. Siehe meine Artikel zu diesem Thema, der persönliche Notfallplan. Schweiz, Notvorrat soll wieder Pflicht werden. Schweizer Armeechef empfiehlt, Notvorräte anzulegen. Also seit dem Mauerfall 1989 hat die Bundesregierung zum ersten Mal die Bürger aktuell wieder zur Vorratshaltung animiert. Die Bevölkerung wird angehalten, einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln von 10 Tagen vorzuhalten. Heißt es,
in der Konzeption zivile Verteidigung, die am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Oder ist. Neben einem angemessenen Vorrat an Trinkwasser, rund 10 Liter pro Person, sollen auch Lebensmittel, Energie und Bargeld bereitgehalten werden. Ich beantworte gerne die Frage, warum diese Aufforderung jetzt erst kommt und was sie zu bedeuten hat. Es muss jedem klar sein, das deutsche Regime in Berlin gibt damit offen zu. Jeder Bürger ist im Notfall auf sich alleine gestellt. Alleine! Erwartet keine Hilfe vom Staat. Es wird niemand kommen und euch mit Essen und Trinken zu versorgen. Wer also keinen eigenen Vorrat hat, wird verdursten und verhungern oder zu einem Plünderer werden. Im Notfall wird nichts mehr funktionieren. Kein Strom, kein Wasser und kein Gas. Keine Geschäfte offen und die Regale leer sein, die Tanke zu und kein Pizzakurier, der liefert. Geld aus dem Automat gibt es nicht. Wer nur einen Joghurtbecher und eine Flasche Cola im Kühlschrank hat, kein Bargeld in der Tasche, wird alt aussehen. Die heutige völlige Abhängigkeit der Menschen vom täglichen Gang zum Supermarkt und von der Plastikkarte ist schlimm, denn Existenz bedroht. Obwohl das Regime in Berlin einen Angriff auf das Territorium der Bundesrepublik, der eine konventionelle Verteidigung erfordere, als unwahrscheinlich bezeichnet, befürchtet man genau das. Die Finanzelite will einen Krieg mit Russland und Deutschland ist bei einem russischen Gegenschlag Ziel Nummer 1. Weil hier die Amerikaner ihre Kommandozentralen, Lager mit Atomwaffen und Militärbasen haben. Auch wenn es dank der besonderen Zurückhaltung und Besonnenheit von Präsident Putin zu keinem Krieg kommt. Es bahnen sich andere Konflikte in Europa an. Zivile Unruhen wegen dem Zusammenbruch des Finanzsystems, der EU und des Euros. Diese Konstrukte sind nicht mehr zu halten. Oder wegen der Flut von Millionen an Flüchtlingen und Migranten, die eine gewaltsame Auseinandersetzung auslösen wird. Der Staat kann seine Bürger nicht vor Terroranschlägen schützen, welche schon passiert sind und weitere jederzeit erwartet werden. Merkel hat die Terroristen reingelassen und jetzt können sie nach Belieben wüten. Stellt euch vor, die greifen die Stromversorgung an, sprengen die Hochspannungsleitung oder jagen ein Atomkraftwerk in die Luft. Dann gute Nacht. Warum fordert das Bundesregime, die zivile Unterstützung der Streitkräfte soll wieder zu einer Priorität werden? Dazu gehört der Einsatz der Bundeswehr im Inneren und Eingriffe in die Verkehrslenkung, wenn die Bundeswehr Kampfverbände verlegen muss. Wird mit einem bewaffneten Konflikt innerhalb Deutschlands gerechnet? Sieht so aus. Laut Bundesregime gilt es, sich auf eine nicht grundsätzlich auszuschließende existenzbedrohende Entwicklung angemessen vorzubereiten. Dabei ist die Aufforderung, für 10 Tage einen Notvorrat anzulegen. Gut, aber bei weitem nicht ausreichend. Es muss mindestens für einen Monat genug vorhanden sein. Ich selber habe für 6 Monate vorgesorgt. Diese Versicherung kann auch wegen Naturkatastrophen sein, die jeden treffen können. Überschwemmung, Orkane, Schneechaos oder Erdbeben. Wenn die Infrastruktur zerstört wurde und man von der Außenwelt abgeschnitten ist, dann muss man eine Weile selber sich versorgen. Wichtig dabei ist, vorher schon mit den Nachbarn eine Gemeinschaft zum gegenseitigen Schutz und gegenseitigen Hilfe aufzubauen. Die aktuelle Krise in der deutschen Automobilindustrie zeigt, VW muss übrigens die Produktion wegen dem Lieferstopp der Zulieferer einstellen, wie kritisch und fragil unsere Just-in-Time-Logistik für die Gesellschaft geworden ist. Kein Supermarkt hat ein Lager, um die Regale aufzufüllen, sondern erwartet jeden Tag einen Lastwagen, der alles bringt. Wenn aber die Räder nicht mehr rollen und wenn der Strom ausfällt, dann läuft absolut nichts mehr. Nichts. Dann sitzt man im Dunkeln in der alten Bude, friert sich ein ab und verhungert. Niemand wird kommen und helfen, ganz bestimmt nicht der Staat, der offensichtlich etwas weiß und deshalb diese Aufforderung zur Vorsorge jetzt verkündet hat. Jeder sollte sich Gedanken machen über was wäre wenn? Und einen Notfallplan ausarbeiten. Interessant ist, jeder versteht, was eine Versicherung ist. Man sorgt vor in der Hoffnung, diese nie benötigen zu müssen. Alles wird versichert, nur nicht die eigene Existenz im Notfall. Darüber wird gelacht.
Dabei ist ein Notvorrat an Essen und Wasser auch nur eine Versicherung. Wenn nichts passiert, na und? Man nutzt die eingelagerten Lebensmittel und füllt sie wieder auf. Es wird nichts verschwendet. Lieber Vorsorge treffen, die man nie braucht, als kein Essen und Wasser zu haben und dann mit Hunger und Durst zu verrecken. Eine Tasche mit den wichtigsten Dokumenten, wenigstens Kopien, und tragbare Wertsachen, also Tausch durch den Tauschhandel, plus Bargeld sollte auch immer parat sein, um schnell flüchten zu können. Interessant ist das Thema der Selbstschutz der staatlichen Organe. Für den Fall der Aufgabe des Dienstsitzes sind Vorkehrungen zu treffen, um die Aufgabenwahrnehmung einer Behörde an einen anderen, geschützteren Platz, also ein Ausweichsitz, verlagern zu können, heißt es in dem Konzept der Bundesregierung. Das trifft auch privat zu. Wer kann, sollte einen Fluchtort sich vorbereiten, einen weit von der Schusslinie entfernt. Dabei muss man bedenken, wie kommt man hin, wenn der Notstand oder das Kriegsrecht ausgerufen wird und es Ausgangsverbot und Straßensperren gibt. Dieser Ort sollte, wenn möglich, zur Selbstversorgung ausgerichtet sein. Wie ich bereits berichtet habe, kann die Polizei die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr garantieren. Die Kriminalität wird nicht mehr bekämpft, sondern nur noch verwaltet. Dank Merkel versagt der Staat auf allen Ebenen. Deshalb hat der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft gesagt, er verstünde es, wenn sich die Bürger bewaffnen und selber schützen. Die Selbstverteidigung gehört zur Notfallplanung auch dazu. Wir sehen, es gibt einiges zu tun, was man schon längst hätte tun sollen. Wenigstens hat die offizielle Aufforderung zur Notvorsorge jetzt das Bewusstsein drüber geweckt. Dunkle Wolken ziehen auf und da braut sich was zusammen. Deshalb wurdet ihr gewarnt. Lest euch noch den persönlichen Notfallplan durch und handelt entsprechend klug und vorausschauend. Ihr findet ihn in der Videobeschreibung. Hier noch ein Update. Die tschechische Regierung hat nach der deutschen auch der Bevölkerung gesagt, bereitet euch für das Schlimmste vor, meldet der Nachrichtensender CT24, wie große Terroranschläge oder einen Atomunfall. Im Fall einer nationalen Krise kann das Land den Lebensmittelbedarf nicht erfüllen, heißt es dort. Was passieren kann und wie die Menschen plötzlich hungern, weil keine Lebensmittel mehr in den Geschäften gibt, zeigt aktuell, was in Venezuela los ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Vorstellung der August-Ausgabe von Kompaktmagazin. Mit mir im Studio sind meine Kollegen Mark Dassen und Martin Müller-Mertens. Und wir haben in der August-Ausgabe wieder viele brisante Themen. Im Mittelpunkt steht Weltkrieg gegen Putin. Wie seht ihr die Einschätzung? Ist die Kriegsgefahr real? Die Kriegsgefahr ist real und zwar nicht deshalb, weil Washington oder Brüssel oder vielleicht auch Moskau den Krieg wollen, sondern weil sie ihn durchaus riskieren. Wir sind jetzt in einer Situation, die ist ähnlich wie in den 50er, 60er Jahren, wo es hieß, Sieg durch Abschreckung, Frieden durch Stärke. Genau das macht die NATO. Natürlich will sie nicht einen Atomkrieg mit Moskau provozieren, aber sie marschiert auf, um Putin durch militärischen Druck in die Schranken zu weisen. Das erinnert mich sehr an die Kuba-Krise, das erinnert mich an die Berlin-Krise. Das ist auch eine Situation, wo keiner den Knopf drücken wollte, aber durch eine Eskalation beide Seiten hätten in die Situation kommen können, dass sie es getan hätten. Was mich immer so ein bisschen irritiert, ist, dass man sozusagen, wie Frau Merkel das ja gesagt hat, Dialog und Abschreckung, dass man das immer versucht so zusammenzubringen. Ja? Das heißt also, dass die westliche Front, die westliche Allianz, die NATO immer so lammfromm daherkommt, alles immer als defensive Maßnahmen beschreibt, auch die NATO-Übungen direkt vor Russlands Haustür, immer als Absicherung der Bündnispartner dargestellt wird und natürlich im Osten ist das, der Osten ist der Feind, der Osten ist das Reich des Bösen. Ja? Also ist es wahrscheinlich eine wichtige Sache, dass man sich dann selber auch eben in der defensiven Position darstellt und Gesprächsbereitschaft signalisiert. Auf der anderen Seite ist das natürlich, aus meiner Sicht sind das Nebelkerzen, denn wir haben ja zig Beispiele im Heft dafür drin, wie aggressiv die NATO sowohl im Tonfall als auch aktiv in ihren
Aktivitäten direkt vor Russlands Haustür eben vorgeht. Und ich denke, wir haben ja jetzt diese Debatte schon einige Monate und das treibt jetzt alles auf eine Zuspitzung zu und auf eine Eskalation zu, von der ich sagen würde, die kann eigentlich keiner wollen. Deshalb frage ich mich, und da bin ich auch froh, dass wir zum Beispiel jemanden wie den Generalinspekteur Kujat im Interview haben, der das sehr gut beschreibt, da frage ich mich einfach, worauf soll das hinauslaufen? Ja, du hast ja in deinem Artikel auch schon mal das beschrieben. Will man tatsächlich einen heißen Konflikt, will man einen heißen Krieg? Oder ist es ähnlich wie im Kalten Krieg, dass man so eine Art Rüstungsspirale hochzieht, um Russland dadurch auch wirtschaftlich unter Druck zu setzen? Ich bin ja schon lange bei der Friedensbewegung auch dabei gewesen, schon in den 80er Jahren und so weiter. Und wir hatten dann mit dem Ende des Kalten Krieges erstmal eine Deeskalation in Europa. Anderswo ging es ja weiter, aber in Europa ging es runter. Und was ich jetzt erlebe, ist einfach die größte Gefahr seit 25, 26 Jahren, seit 89, 90 im Grunde genommen. Und was mich besonders frappiert, ist, dass höchste NATO-Generäle mittlerweile selbst Planungen vorlegen für den Dritten Weltkrieg. Ich habe in meinem Artikel 2 untersucht, ein gewisser August Kohl schreibt über den kommenden Weltkrieg, wie er beginnt im Weltraum durch Abschüsse von Satelliten. Und ein Sir Shirriff, der bis 2011 im NATO-Generalstab war, schreibt mit präzisem Datum Krieg gegen Russland 2017. Und er hat den Kriegsverlauf schon skizziert. Er sagt, es beginnt in Syrien und eskaliert dann im Baltikum. Und es gibt da so eine weiche Stelle der NATO zwischen den baltischen Staaten und Polen, wo Russland leicht reingehen könnte, sagt dieser NATO-General. Und da würde es Rums machen, ja. Die Lücke von Suwalki hieß es. Die Lücke von Suwalki, so wie damals hatten wir in den 80er Jahren die Lücke von Fulda. Ja. Wo ja damals der Dritte Weltkrieg losgehen sollte. Ja. Also Romane sind ja das eine, aber was ich noch viel interessanter finde, sind zwei Entwicklungen, die ein bisschen parallel laufen. Das eine, wenn man sich die geostrategische Planung der USA in den letzten 25 Jahren ansieht, dann gingen sie immer davon aus, dass sie die einzige Weltmacht sind und auch bleiben, weil China ist noch nicht so weit und Russland ist nach dem Ende der Sowjetunion sowieso am Boden. Und im Moment beginnt sich diese Lücke etwas zu schließen. Also sowohl China als auch Russland haben mittlerweile aufgeholt. Sie sind nicht mehr die abgehängten Drittweltstaaten, auf die Washington keine Rücksicht nehmen muss. Und für die amerikanische Generalität, vor allem aber für den Teil der amerikanischen Kriegsfraktion, die die Weltherrschaft, also die Rolle als einzige Weltmacht wollen, sind jetzt so die letzten Jahre, wo man diesen Status noch irgendwo durchsetzen kann. Das Zweite ist, dass es scheint mir der Eindruck zu entstehen, dass dieser Krieg wieder führbar ist. Also über Jahrzehnte sagte man, durch die nukleare Abschreckung, die Abschreckung des Todes, ist ein Krieg nicht führbar. Jetzt verlagert man ihn etwas, einmal auf Stellvertreterkriege, zum Beispiel in der Ukraine, und dann auf sogenannte hybride Kriege, also zum Beispiel Kriege, die im Internet geführt werden, die über Störung der Infrastruktur laufen, die geografisch irgendwie eingegrenzt sind. Kann man die große Eskalation in das nukleare Inferno verhindern und einen Krieg wieder führen? Und das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, aber es scheint mir auf der Tagesordnung zu sein. Marc, du hast ja in deinem Artikel den Electronic Warfare untersucht. Ja. Man stellt sich ja vor, ja, Internetkriege, das findet auf dem Bildschirm statt und hat keine Auswirkungen in der Realität. Aber wie sind die Planungen der NATO? Mir ist das, glaube ich, das erste Mal ins Bewusstsein gekommen, als ich draußen auf den Straßen die Werbeplakate der Bundeswehr gelesen habe, wo dann draufsteht, Deutschland wird auch im Cyberraum verteidigt. Und das bezieht sich ja auf die Initiative unserer Verteidigungsministerin, die jetzt einige tausend neue sogenannte IT-Soldaten einstellen will. Aber es ist eben so, dass, und das, da kommen wir dann wirklich zu dem heißen Thema, dass eben auch auf dem NATO-Gipfel nochmal festgehalten worden ist, dass Cyberkrieg, also der Cyberraum, das habe ich dann die fünfte Dimension des Krieges genannt, eigentlich ein Schlachtfeld ist. Das Internet, das Netz ist ein Schlachtfeld und der Cyberangriff, also der Angriff von Hackern fremder Mächte auf den eigenen Staat oder die eigene Infrastruktur, wird per Definition von der NATO als Kriegsangriff oder Kriegsaktion definiert. Das heißt, nach Artikel 5, das hat Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, auch mehrmals so formuliert,
nach Artikel 5 löst ein Cyberangriff den Bündnisfall aus. Martin, du hast über das zweite Stichwort geschrieben, unter das für die Kriegspropaganda wichtig ist, nämlich neben Cyberwar wird den Russen hybride Kriegführung vorgeworfen. Erst haben sie die Krim geholt, jetzt holen sie die Ostukraine, dann geht es weiter bei den baltischen Staaten und eigentlich Deutschland ist auch das nächste Opfer des hybriden Krieges. Was zum Teufel heißt eigentlich hybrider Krieg? Also hybrider Krieg ist ein Schlagwort, das so etwa seit 10 Jahren durch die NATO-Strategien geistert. Es meint aber etwas, was eigentlich schon älter ist, nämlich Hybrid, das heißt ein Mischwesen, das heißt eine Kriegsform, die sowohl reguläre, konventionell eingesetzte Truppen, aber auch Paramilitärs, also irreguläre, aber auch den Krieg der Propaganda und natürlich mittlerweile auch den des Internets miteinander verbindet. Das ist eigentlich im Grunde nichts Neues. Also Partisanen gibt es schon seit Jahrhunderten und Kurzwellenpropaganda gab es auch schon im Zweiten Weltkrieg. Ich will mich mal auf einen Punkt beschränken. Das Neue ist, dass durch die Hereinnahme der Propaganda, durch die Hereinnahme des Medienkrieges sehr schnell Dinge als kriegerischer Akt definiert werden können, die im eigenen Land vor sich gehen. Also beispielsweise als zu Beginn des Jahres Gerüchte über die Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Berlin aufkamen. Es war russisches, russlanddeutsches Mädchen und die Russlanddeutschen dann gegen diesen sexuellen Missbrauch, auch vor dem Hintergrund Kölns, das war ja kurz zuvor, demonstrierten, wurde das umgedeutet als ein hybridkriegerischer Akt Putins in Deutschland. Das heißt, durch diese Definition besteht die Möglichkeit, im Grunde jede politisch unliebsame Bewegung im eigenen Land zu kriminalisieren als kriegerischer Akt einer ausländischen Macht. Die Bundesregierung sagt ja selbst, diese Demonstrationen gegen die Refugees Anfang des Jahres war ein Akt hybrider Kriegführung. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also die Bundesregierung, jedenfalls laut FAZ, daher haben wir es, geht davon aus, der Krieg, der verdeckte Krieg Putins hat, ähnlich wie auf der Krim, jetzt schon in Deutschland begonnen. Ja. So wird die Bevölkerung praktisch in eine Hysterie reingeredet und die Russlanddeutschen, beziehungsweise die Russen hier, sind ja immerhin 3,5-4 Millionen Leute, werden sozusagen als innerer Feind, als trojanisches Pferd, als fünfte Kolonne von Putin angesehen. Ja? Ja. Das ist alles eine Ausweitung des Schlachtfelds irgendwo, ja? Eine Ausweitung des Kriegsbegriffs. Und dadurch lassen sich dann auch solche Aggressionen auch auf Zivilbevölkerung einfach plötzlich so darstellen. Was eben entscheidend ist, ist wirklich ist auch die Definition des inneren Feindes. Ja. Also sozusagen der innere Feind ist ja immer der, der am stärksten bekämpft werden muss und der durch Repression im Inland bekämpft werden muss. Und da schließt sich dann natürlich ein Kreis von Repressionen, die wir haben in der Flüchtlingsdebatte, sogenannte Hasssprache und Ähnliches. Mhm. Jetzt kommt der kriegerische Akt noch dazu. Wir wollen sehen, was sie sich noch ausdenken. Also es sind die breite Front des Krieges nach innen. Wobei, was für mich bemerkenswert ist, diese neuen Begriffe, Cyberwar oder hybride Kriegführung, nimmt ja die NATO gar nicht eins zu eins für ihre Politik als Maßstab, sondern die NATO rüstet einfach ganz konventionell und zwar in einem Umfang, wie wir es in den letzten 3 Jahrzehnten nicht mehr hatten. Ja? Wir hatten jetzt im Juni das größte NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges mit 31.000 Mann in Polen, das Manöver Anaconda. Und wir haben jetzt die Beschlüsse des NATO-Gipfels. Das heißt, in den baltischen Staaten und in Polen wird eine multinationale NATO-Brigade aufgestellt von jeweils ungefähr 1000 Mann. Das wäre ja schon schlimm genug. Das war jetzt der Beschluss vom NATO-Gipfel. Aber wir sehen, im Hintergrund läuft noch viel mehr, worüber gar nicht gesprochen wird. Gott sei Dank hat es der polnische Außenminister ausgeplaudert während des Gipfels. Und wir haben es aufgeschrieben. Der polnische Außenminister hat in Warschau jetzt Anfang Juli gesagt, wir haben nicht nur 1000 Leute NATO-Truppen zusätzlich in Polen, sondern wir haben 10.000, weil wir rechnen zu der multinationalen Brigade, rechnen wir noch eine eigene US-Brigade, die kommt. Wir rechnen das US-amerikanische Bedienungspersonal für die Raketenabwehr und wir rechnen die regelmäßigen Aufstockungen, die da im rotierenden System zu uns an die Ostflanke kommen. Das heißt, im Grunde haben wir allein in Polen 10.000 zusätzliche NATO-Soldaten, wo ja die NATO versprochen hat, 1990 gegenüber Gorbatschow und dann 1997 in der NATO-Russland-Akte, wir werden niemals in den neuen Mitgliedstaaten im Osten, die früher Warschauer Paktstaaten waren, ständige Truppen stationieren. Und jetzt haben wir es in Schussweite zu St. Petersburg. Ja.
Wenn das nur Geschichtsvergessenheit wäre, ja, dann wäre das ja alles schon schlimm genug. Aber du hast ja in deinem Artikel auch teilweise Zitate drin, Aussagen drin von Leuten auf Seiten der NATO, die sowas sagen wie, wir müssen wieder den totalen Krieg lernen. Ja? Also eine Aussage, die für jeden Deutschen natürlich völlig unvorstellbar ist. Aber es kommt ja vor jedem heißen Krieg, kommt ja immer die verbale Aufrüstung. Ja? Meine Damen und Herren, Kompakt steht seit Gründung für eine Friedenspolitik im deutschen Interesse. Wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann diejenige, dass sich Deutsche und Russen nie mehr gegeneinander hetzen lassen dürfen. Wir müssen wegkommen von dieser transatlantischen Fixierung, von dieser Unterordnung, von diesem Masochismus gegenüber den USA, dürfen uns nicht in Kriegsspiele der Amerikaner gegen Russland reinziehen lassen. Denn wenn die Amerikaner oder die Angloamerikaner sagen Menschenrechte, dann meinen sie meistens Schürfrechte und das ist nicht im deutschen Interesse. Wenn man unseren Geschichtsbüchern glauben mag, dann ist der Ausbruch des deutsch-amerikanischen Krieges im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg durch eine Kriegserklärung aufgrund mehrerer Anschläge der Deutschen in den USA darauf zurückzuführen. Und wie immer bei solchen vermeintlich geklärten Tatsachen uns in unseren Geschichtsbüchern stellt sich das Bild bei näherem Hinsehen ein ganz bisschen anders, darum es höflich zu formulieren. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Es liegt jetzt der erste Band einer Trilogie vor, die sich mit dem 19. und auch dem 20. und der Zeit bis heute befassen wird. Ausgangspunkt hier, Thema Erster Weltkrieg. Gibt es einen Grund, warum es heute wichtig ist, sich mit dem Thema, wie der Erste Weltkrieg entstand, wie und warum die USA beispielsweise eingetreten sind, sich heute noch zu befassen, außer dass es historisch interessant ist? Nein, das ist schon interessant, weil praktisch unser gesamtes politisches Establishment davon ausgeht, dass wir Deutschen die Schuldigen an der Weltkatastrophe des 20. Jahrhunderts sind, die sich nicht nur im Ersten Weltkrieg zeigt, sondern auch im Zweiten Weltkrieg einen schlimmen Höhepunkt findet. Und heute ist es so, dass wir Deutschen schon wieder irgendwie störend im Wege sind. Unser Land befindet sich in einem katastrophalen Zustand, bei allen wirtschaftlichen Erfolgen. Wir, nach meiner festen Überzeugung, geht unser Land, befindet sich auf einer steil abwärts führenden Rampe. Und Leute wie ich überlegen, woran das wohl liegen könnte. Und meine persönlichen Überlegungen, die eher historischen Charakters sind, würde ich gerne auch einem breiten Publikum zugänglich machen. Und das hat einen ganz konkreten Grund. Ich glaube nämlich, dass man eine persönliche Richtungsentscheidung nur finden kann, wenn man den eigenen Standort kennt. Das kennt man vom Wandern. Wenn ich im Wald stehe und da finde ich eine Karte und auf der steht nicht, Ihr Standort ist hier, dann kann man sich die Karte fast sparen. Der eigene Standort ist wichtig, wenn ich irgendwo hin will, um mich zu orientieren. Und um den eigenen Standort zu finden, muss ich wissen, wo ich herkomme.
auch da wieder sozusagen Beispiele aus der Geografie, wenn ich weiß, ich komme aus der Sowieso-Straße und bin um die Ecke gebogen, dann weiß ich auch ziemlich genau, wo ich bin. Und dieses Bild kann man sehr gut übertragen in das allgemeine Leben. Die Bewegung, die unser Volk zurzeit macht, ist an einem bestimmten Standort angekommen. Wir bewegen uns in eine bestimmte Richtung, die nur erkennbar ist, die Richtung nur erkennbar ist, wenn ich weiß, wo wir herkommen. Und dieses, wo wir herkommen, möchte ich gerne beleuchten. Und ich habe auch eine ganz feste Absicht dabei. Ich möchte endlich, dass Geschichtslügen, die seit 100 Jahren unsere Köpfe vernebeln, endlich mal beiseite geschoben werden. Und in diesem Buch wimmelt es von Geschichtslügen, auf die ich zu sprechen komme. Ich meine, wir werden das ja gleich im Einzelnen sehen. Ja, sicher. Ja. Es ist hoch an der Zeit, dass die Deutschen sich besinnen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Sie können sich sonst nicht entscheiden. So, das ist sozusagen zum einen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass ich hier etwas Gutes tue, dass ich etwas Notwendiges tue. Und die Leute, bei denen ich das bisher vorgetragen habe, was ich glaube herausgefunden zu haben, die waren zum Teil begeistert, sie waren zum Teil entsetzt. Und nachdem ich also 1000 Fakten vorgetragen habe, hat ein typischer Westdeutscher in meinem Alter befindlich hat gesagt, aber man kann das auch ganz anders sehen. Ja, ja, das kann man auch ganz anders sehen. Aber die Dinge, die ich beleuchte, glaube ich, sind gut belegt. Und sie zeigen einen Wust von Geschichtslügen, auf die sich die Deutschen eingelassen haben. Zunächst nach dem Ersten Weltkrieg, dem verlorenen Ersten Weltkrieg, kam sozusagen die erste Salve. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam die zweite Salve. Da wurde das verordnet, wir sind die Bösen. Und da sind wir heute noch auf dem Standpunkt. Damit wird auch deutlich, dass das Ganze eine Relevanz bis zum heutigen Tag hat. Erstens und zweitens, dass das kein Zufall ist. Wenn wir uns das ansehen und die Dinge, die Sie zusammengetragen haben, und uns dargestellt haben und korrigiert haben, machen ja deutlich, dass die Fakten, die kann man eben nicht anders sehen, sondern das Problem ist, dass die Fakten eben so sind, wie sie sind und dass man kann es anders sehen, eigentlich nur das Wegsehen und das Ignorieren bedeutet, weil man sich zurechtgefunden hat in einem ganz bestimmten Bild und das ist kein zufälliges Bild. Dann vielleicht zu den Fakten. Wir sind uns ja bei Fakten sind wir uns sicher. Mein Auto ist schwarz, das Auto ist schwarz, bestimmt. Und wenn man mir jetzt erklärt, irgendjemand erklärt, nee, lieber Freund, dein Auto ist rot, dann sage ich zunächst erstmal, das weiß ich besser. Wenn man mir das zum zweiten Mal erklärt, halte ich den Sprecher für verrückt. Zum dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal, nun wollen es wirklich ernsthafte Untersuchungen, dass wenn man ein Faktum zum 20. Mal falsch hört, wird man unsicher. Wenn man es zum 30. Mal immer in derselben Richtung falsch hört, dann ist man sicher, dass das Falsche das Richtige ist. Und auf diesem kuriosen Umstand beruht Propaganda. Ja. Ich sage den Leuten das Falsche, dann sind sie zunächst erstmal, sagt ihr, das kann nicht wahr sein. Beim zweiten Mal, dritten Mal, spätestens beim 30. Mal sagt jeder, ja, ja, so wird es wohl sein. Ich weiß es genau, ich habe es doch jetzt gehört, ich weiß es. Es kommt jetzt zu einem, ich habe mich jetzt in diesem Buch auch sehr stark mit Propaganda beschäftigt, es kommt zu einem kuriosen Ergebnis, ja. Nämlich, dass diejenigen, die sogenannten besser Informierten sind, das heißt also Leute, die sich aus unterschiedlichen Quellen informieren, die Frankfurter Allgemeine lesen, abends sich die Tagesschau reinziehen und am Donnerstag noch die Zeit zumuten, dass die Leute, die also aus drei Quellen schöpfen, natürlich die besser Informierten sind, sagen die sich, sind besser informiert als diejenigen, die nur die Bild-Zeitung gerade mit Mühe hinkriegen. Diese besser Informierten sind deswegen so abenteuerlich gefährdet, weil sie dieselbe Lüge
aus drei Quellen bekommen. Der Propagandist braucht gegenüber den besser Informierten ein Drittel der Zeit, um sie von etwas Falschem zu überzeugen. Ja. Deswegen sind die Leute, mit denen ich jetzt umgehe, die nicht gut informiert sind, die sagen mir, ja, das ist toll, das ist interessant, alles logisch, was du sagst, das geht so. Die besser Informierten sagen, wir wissen das besser. Es war nicht so. Die Deutschen haben den Ersten Weltkrieg angefangen, es waren nicht die Engländer. Die haben sich bis zum letzten Moment um Frieden bemüht und die Deutschen haben das zerstört. Sind die alle ganz sicher? Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Ja. So, jetzt ist wahrscheinlich unsere Aufgabe, dass wir die Fakten nicht nur einmal nennen, dann sagen wir zweimal nennen, sondern 30-mal nennen. Das habe ich nun begriffen. Ja. Es ist fast wie eine Art Predigt, die notwendig wird, um hartnäckig Falschinformierte so unsicher zu machen. Wir müssen sie unsicher machen, dass das, was jetzt in unseren Geschichtsbüchern steht, man fasst sie an den Kopf. Bundeszentrale für politische Bildung. Deutschland löst den Ersten Weltkrieg aus. Die lesen nicht mal den Christopher Clark, der vor 4 Jahren schon geschrieben hat. Die Schlafwandler. So, hat er gesagt, die waren alle so ein bisschen komisch, die waren alle ein bisschen leichtsinnig, fahrlässig. Und dann haben sie den Krieg ausgelöst. Ich gehe einen Schritt weiter und habe mir jetzt diese Leute untersucht. Ach so, übrigens, Christopher Clark zu der berühmten deutschen Kriegsschuldthese, also Fritz Fischer, hat er nur eine ironische Fußnote parat. Eine ironische Fußnote. Mehr ist auch Fritz Fischer nicht wert. Da steht nur drin, Fischer ist ein hervorragender Historiker, Deutscher. Aber was er zu der angeblichen Kriegskonferenz in Potsdam schreibt, wo der Kaiser und ein, zwei Generäle den Weltkrieg beschlossen haben sollen nach Fischer, das ist nicht wahr, es ist widerlegt. Schreibt er, mehr nicht. Punkt aus. Dann ist aber die ganze These, des Christ nach der Welt macht Bullshit. Ja, das ist alles Quatsch. Nun bin ich nicht der Einzige, dem sozusagen Bedenken gekommen sind. Es ist witzigerweise der englischsprachige Raum, der ein Wust von Literatur hervorgerufen hat. Ich bin jetzt vor vorigem Jahr in England gewesen, habe alles gelesen, was man zu diesem Thema lesen kann, neben Akten und also auch Neuveröffentlichungen. Und es kämpfen dort zwei Schulen miteinander. Die Oxfordianer, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Also der alte englische Wissenschaftsadel, der von Englands Größe träumt, von Englands Weltruhm, Weltmacht, Ähnlichem, der hält eisern an den Lügen fest. Und mehr Cambridge, London, ähnliche Institutionen machen jetzt Detailuntersuchungen, wo sie zum ersten Mal feststellen, was ist da gelaufen im englischen Kabinett über die Jahre? Was gibt es an Akten? Was gibt es an Tagebüchern? Und da habe ich aufgesetzt. Ich bin dann sozusagen eingestiegen in die unglaublichsten Tagebücher, von denen man nicht mal geträumt hat, dass es die gibt. Oder Briefe oder Aufzeichnungen, Zettel. Und wenn ich mal einen nennen darf, der englische Premier des Weltkriegsausbruchs war Asquith. Der hatte eine Geliebte, die Stanley hieß, also auch aus dem britischen Geldadel stammte. Diese Geliebte war 40 Jahre jünger als er. Und der Ministerpräsident hat seiner Geliebten jeden Tag mindestens einen Brief geschrieben. Mindestens einen. Meistens am Kabinetttisch sitzen. Die Leute haben sich gewundert, warum er die ganze Zeit gekritzelt hat. Der hat es an seine Geliebte geschrieben. Und die sind alle erhalten, die Briefe? Diese Briefe sind erhalten. So, und die kann man jetzt lesen, ein bisschen mühsam, aber man kann. Und jetzt kriegen Sie sozusagen eins zu eins mit, was im Kopf dieses Mannes vorgegangen ist. Es ist sehr schade, dass sozusagen die Gegenbriefe, die es gegeben haben muss, denn das ergibt sich so aus dem Wortlaut, die hat also zurückgeschrieben, die hat er vernichtet, offensichtlich vernichtet. Kluger Mann. Er hat alles vernichtet. Die Geliebte, eben eine Geliebte, wie so Frauen so sind, hat die aufgehoben. Erinnert mich kolossal,
wirklich kolossal an die Briefe von Goethe an Frau von Stein. Die Goethe-Briefe sind da, aber die Gegenstücke, die man nun gerne mal gelesen hätte, nicht? Ich hätte es wirklich gerne mal gelesen, die sind alle weg. Weg, weg, weg. Die von den, wahrscheinlich von den Enkeln von Goethe vernichtet, mit gutem Grund. Und der Meister stand ja schon auf dem Podest oben und da war sozusagen der Großvater in seiner ganzen, na, wollen wir mal sagen, Reputation gefährdet. Ja. Ja. So, und hier genauso, der englische Premier schreibt, der muss gekritzelt haben wie ein Blöder, sind Hunderte. Und das Ganze endet erst, als sie, die Stanley, dann irgendeinen jungen Minister aus seinem Kabinett heiratet. Knallauffall, da ist die Beziehung zu Ende. Gut, ist so eine Und was geht aus den Briefen hervor jetzt? Also, es minutiös, was wir gerade im Kabinett behandeln, warum die Irlandfrage so schwierig ist, warum wir jetzt Krieg anfangen müssen, warum alles, was man wissen muss. So. Parallel dazu, seine Ehefrau, der Mann war ja verheiratet, in zweiter oder dritter Ehe, weiß ich nicht mehr genau, die schreibt Tagebuch. Man denkt, man träumt, die schreibt auf, Ende Juli 1914, die Deutschen bemühen sich noch sozusagen, die Österreicher wieder vom Rost runterzuholen und verlangen von den Briten, dass sie die Russen an die Leine kriegen, betritt Premier Esquisse das Schlafzimmer seiner Frau. Sie notiert sich das, wahrscheinlich ein seltener Vorgang. Sie notiert sich, dass er sie küsst, auch wahrscheinlich ein seltener Vorgang. Man grinst, wenn man es liest. Und dann sagt er ihr, ja, im Mitte Juli, jetzt ist es klar, 14. Wir marschieren. Ja. Alles ist okay, wir machen genau das, was wir seit Jahren vorbereitet haben. Und dann schreibt sie, und als wir uns dann zum Abendessen hinsetzen, da waren immer ziemlich viele Leute bei dem zu Besuch, Downing Street, war keiner an unserem Tisch, der nicht voll überzeugt war, dass jetzt der Krieg da ist. Punkt aus. Der deutsche Kaiser wusste davon überhaupt noch nichts. Wusste nichts, wollte das nicht. Die Engländer waren, ja, die waren fertig. Wir führen jetzt Krieg. Ja. Und zwar genau so, wie wir das geplant haben. Und das schreibt er auch. Ja, ja. Das schreibt sie in dem Tagebuch. Ja, ja, ja. Wir machen das genau, wie wir es geplant haben. Seit Jahren. Jetzt ist der Punkt da. Finden wir da irgendwo eine Begründung? Also ist das, was Churchill mal gesagt hat, das Deutsche Reich ist groß geworden, ökonomisch, ohne den Finanzplatz London, spielt das Geld und die Hochfinanz oder die britische Finanz in dem Fall die Rolle, die große Rolle? Ja, es ist Folgendes passiert. Die Briten sind etwas aus dem Tritt gekommen als Weltmacht. Dagegen war Deutschland ein Zwerg. Nicht? Also wenn man ein Viertel der Erdoberfläche als Kolonialbesitz oder als Besitz besitzt, seit Jahrhunderten oder mit steigender Tendenz, dagegen war dieses Preußen-Deutschland ein Zwerg. Auch von der Gesamtbevölkerung, vom Wirtschaftsertrag, von allen Größen. So, jetzt passiert plötzlich Folgendes. 1871 erzwingt Bismarck mit dem Deutsch-Französischen Krieg die kleindeutsche Lösung. Also, Deutschland wird vereinigt, exklusive Österreich. Eine sehr vernünftige Entscheidung. Und was immer man beguckt in der deutschen Geschichte dieser Zeit, ich habe mich hier zu dem Satz verstiegen. Es war, als würde ein Fenster aufgerissen. Der kleindeutsche Mief entwich mit und diese Kleinstaaterei. Ja, ja. So, weg. Es gab plötzlich ein BGB. Es gab Aktienrecht. Es war einheitlich. Es gab keine Zolltarife mehr. Gewerbefreiheit plötzlich im ganzen Deutschen Reich. So. Ich will damit nicht sagen, dass ich nur begeistert bin. Es war auch der Beginn von viel Größenwahn, von Lautsprecherei, von Dummheit, von zu viel Wollen. Das wohl auch. Aber
was konkret passierte, war die Explosion bestimmter Industriezweige. Die chemische Industrie, man vergisst das heute immer nicht, die chemische Industrie explodierte derartig, dass es praktisch auf der ganzen Welt niemanden gab, der nicht seinen Gartenzaun mit deutscher Farbe gestrichen hätte. Die kamen aus Deutschland. Stahlindustrie. Und ja. So, nur um ein Beispiel zu nennen. Und die britische Hochfinanz, und die ja eng verknüpft war mit der britischen Industrie, die kriegte kalte Füße. Es reiste extra der berühmte englische Kriegsminister Haldane 1912 nach Deutschland, um den Kaiser darauf aufmerksam zu machen, er solle die chemische Industrie abbremsen. Das ginge so nicht weiter. Dafür haben die den Kriegsminister geschickt? Ja, den Kriegsminister. Und das war eine klare Botschaft. Das war in der Tat eine Botschaft. Ja. Und mit diesem Herrn Haldane, da gibt es eine berühmte Mission, die wird überall, steht in allen deutschen Geschichtsbüchern. Haldane kommt nach Berlin und verlangt die deutsche Flottenreduzierung. So ist das nicht gewesen. So ist das nicht gewesen. Er sagt, dass da ein Problem ist. Sein Auftrag, das ergibt sich jetzt, wenn man die Briefe, die dazugehört, liest. Sein Auftrag war, zu gucken, ob die Deutschen wirklich irgendwie den Kriegsflotten-Rüstungswahnsinn auf die Spitze treiben wollten. Das war nicht der Fall. Der Kaiser, also in diesem Fall abenteuerlich blind, glaubte, wenn er den Briten anbietet, die Reduzierung, die Halbierung der deutschen Flottenrüstung, Kriegsflottenrüstung wohlgemerkt, dass sich England bequemen wird zu einem bilateralen Abkommen über alles Mögliche. Ja. Also England nicht. Aber jetzt nochmal, um das auf der Zunge zergehen zu lassen, wir reden hier von einem uns transportierten Bild eines blutrünstigen Menschen, der den Griff nach der Weltmacht macht. Und der bietet an, die Rüstung zu halbieren, damit England kooperationsbereit ist. Das passt nun gar nicht ins Bild. Ja, nein, das ist aber so. Ich glaube das. Und erstmal stutzt man und staunt man, weil man zunächst sagt, komm, jetzt gucken wir mal in die englischen Kabinettprotokolle. Dieser Kriegsminister ist ja irgendwie, muss einen Auftrag gehabt haben. So einer fährt ja nicht von selbst da. Und dann stellt man fest, dass die britischen Kabinettprotokolle von 1910 bis 1915 im März, April nicht vorhanden sind. Ich habe danach gefragt, in Kew, da habe gesagt, wo sind denn die Kabinettprotokolle? Vor mir haben es Leute auch schon getan. Dann kriegt man zur Antwort, Kabinettprotokolle, jedenfalls nicht bei uns. Also wenn man ins Public Record Office oder National Archive geht, Fehlanzeige. Völlige Fehlanzeige. Ja, ja. Es ist nicht. Ist aber Tradition in Briten. Ich habe das genauso erlebt bei der Hesse-Akte. Die Sachen sind nicht da. Sind einfach nicht da. Ich denke mal, die hat einer beiseite geschafft. Jetzt endlich sind die Briten also auch wach geworden. Einige Forscher aus Australien, aus Neuseeland, aus Schottland, aus Irland haben dieselbe Frage gestellt, offensichtlich wie ich. Und haben dann angefangen, Fakten zu sammeln und die versucht zu rekonstruieren, was eigentlich in Großbritannien passiert ist. Und zwar gibt es ja, wie gesagt, es gibt tausende von Quellen, mittlerweile überbordende Vielzahl. Diese ganzen Tagebücher, diese Kabinettminister haben zum großen Teil Tagebuch. Die haben Zettelsammlungen angelegt, die haben dies und jenes gemacht. Man muss nicht unbedingt in die Memoiren gucken. Aber dieses Aktuelle, die Briefe, die sind schon interessant. Und dann zeigt sich, dass England etwa 1904 angefangen hat, systematisch einen Krieg gegen das Deutsche Reich vorzubereiten. Das hatte einen gewissen Vorlauf. Wir sprachen gerade schon davon. Mhm. Dieses Mief-Entlassen aus der Kleinstaaterei in Deutschland hatte diese abenteuerliche Wirtschaftsexplosion zur Folge. Den Engländern fiel das auf und stieß das sauer auf.
Sie erließen 1887, da war das Deutsche Reich mal gerade 16 Jahre alt, 1887 erließen sie ein Gesetz, das den Waren, so einen Warenzeichnungs-Act, das bei Waren, die ins Empire eingeführt wurden und die aus Deutschland stammen, die Bezeichnung Made in Germany draufstehen müsse. Die Begründung hierfür war, die Waren aus Deutschland sind aus Fischfertigung und wir wollen unsere Untertanen schützen. Diesen Fisch anzukaufen. Ja. Es war ein abenteuerliches Selbsttor. Es zeigte sich sehr bald, dass Made in Germany ein Qualitätsbegriff wurde. Der gute, Qualitäts- mal schlechte Waren, aber im Großen und Ganzen. Und was für die Engländer besonders niederschmetternd war, die Deutschen hatten die Impertinenz, ihr gesamtes Exportgut länderbezogen zu beschriften. Also, wer eine deutsche Maschine kauft in Australien, konnte sicher sein, dass er eine Gebrauchsanleitung in Englisch dabei bekam. Wer das in China kaufte, kriegte eine auf Chinesisch. Ich hoffe, diese Übersetzungen waren für Chinesen lesbar. Aber das war die deutsche Verkaufsstrategie. Ja. Das war sehr erfolgreich. Wir machen mal schnell einen Sprung in die Gegenwart. Ich habe aus lauter Spaß an der Freude, habe ich mal geguckt, was schreiben unsere anonymen Denunzianten aus Wikipedia zu Made in Germany. Und da finden Sie 1:1 britische Lügenpropaganda. Großbritannien musste sich schützen vor deutschem Warenfusch. Da ist nicht so viel erwähnt, dass man sagen könnte, so wurde es jedenfalls behauptet, aber dieses Ganze... Und die Wirklichkeit war ganz anders. Die Wirklichkeit sah wohl etwas anders. Man kann das ja ganz milde formulieren. Und dass sich Deutschland gebessert hätte, hätte man ja sagen, irgend sowas. Aber zu sagen, ja so, die Welt musste vor deutschem Fisch geschützt werden. Und deswegen, dass er das, wenn wir in der Gegenwart sind, nur ganz kurz die Klammer, wird ja jetzt seitens der EU diskutiert, diese Kennzeichnung wieder abzuschaffen, weil das eben wahrscheinlich EU geschützt werden muss vor deutschem Fusch. Deswegen möchte man das Thema wieder beseitigen und das soll alles Made in Europe heißen. Also da schließt sich dann der Lügenkreis nach über einem Jahrhundert in großartiger Weise. Ja, es wird nicht durchsetzbar sein, was die da planen. Also wenn ich ein deutscher Unternehmer wäre, was ich nicht bin, werde ich auch nicht mehr werden in diesem Leben. Denn wenn ich gezwungen würde, Made in EU darauf zu schreiben, dann würde ich immerhin darunter schreiben, in Germany. Oder Made in Germany. Oder irgendwas. Kann man gar nicht verhindern, das ist klar. Die Engländer werden sich nicht dran halten. Die sind seit 2 Tagen draußen. Ja. So. Jetzt zeigt sich dieser ganze Kladderadatsch, dass möglicherweise etwas geplant worden ist, was die Menschen, heißt es immer so schön, unsere Politiker sprechen immer von den Menschen, also ich da oben, ihr da unten, die Menschen. Ja. Also was die Leute, die Bewohner in den Ländern nicht wollen, deutlich nicht wollen. Und die Engländer machen es jetzt vor und unsere Lügenpresse öffentlich-rechtlicher Bauart macht jetzt auf Teufel komm raus Reklame, dass das britische Parlament an den Volksentscheid rechtlich nicht gebunden ist. Nun haben die Briten keine Verfassung in unserem geschriebenen Sinne, aber sie haben ein klares Verständnis für Entscheidungen. Das haben die uns voraus. Also Entscheidung ist Entscheidung, nicht? Und ich kann mir, selbst wenn alle Abgeordneten im Unterhaus anderer Meinung wären, ich kann mir keinen britischen Abgeordneten vorstellen, der jetzt im Unterhaus aufsteht und einen Antrag stellt, das Referendum zu ignorieren. Vielleicht ein paar Verrückte. Aber das wird es nicht geben. Also da müsste ich mich total irren, wie ich die Engländer kenne. Das ist jetzt die Entscheidung ist gefallen und jetzt ist sie gefallen. Und die werden austreten. Schluss aus. Ja.
Aber gehen wir mal zurück zu, also wir haben nach 16 Jahren Existenz des Kaiserreiches eine letztendlich diskreditierende Kennzeichnungspflicht. Ja. Das war ja die Idee. Ja. Und diese fulminantes Eigentor ist genau das, was die richtige Überschrift ist. Das Ganze entwickelte sich zu einem Qualitäts- und Gütemerkmal. Und die Dinge wurden nicht, weil da Made in Germany drauf stand, nicht gekauft, sondern sie wurden genau deswegen gekauft. Und das Ganze, wenn die 1904 in die konkreten Kriegsplanungen eingestiegen sind, ist da der Zusammenhang, dass einfach dieser ökonomische Durchmarsch, der durch diese Fensteröffnung mit der Reichsgründung passiert war, den Engländern so auf den Keks gegangen ist, dass sie gesagt haben, jetzt muss irgendwann mal dann eben auch militärisch Schluss sein? Ja, wahrscheinlich. Durch die Aufzeichnungen aus dem britischen Foreign Office kann man etwa folgende Planungen erkennen. England war ja um die Jahrhundertwende, also aufs 20. Jahrhundert hin, noch in einen besonders blutigen Krieg verstrickt, nämlich den Burenkrieg. Ja. Dieser Burenkrieg war für England nur deswegen zu gewinnen, also von England angefangen, ohne jede Frage. Nicht? Diese beiden Burenrepubliken wollten alles andere werden als englische Kolonien. Da wurden erst solche kleinen Scharmützel losgetreten. Und als die Buren anfingen, sich zu wehren, da musste die englische Armee eingreifen. Ausgelöst hat das Cecil Rhodes, aus meiner Sicht einer der gewaltigsten Ganoven, Kriegsverbrecher, den die Welt je gesehen hat. Ein Mann, der aus dem Nichts ein Vielfach-Milliardär wurde, indem er sich die Gold- und Diamantenminen Afrikas aneignete. Auch das ist für uns Deutsche schwer zu verstehen. Der hatte eine Charter, so nennt man das, ja, ein Kaperbrief, so würde ich das nennen. Das hatte in England Tradition. Der, also die Krone, stellt Cecil Rhodes eine Charter aus. Er darf privat eine Armee betreiben, um Südafrika zu besetzen. Er macht das auch. Das Geld für seine Unternehmung streckte das Bankhaus Rothschild vor. Und das aus diesen Aktionen auch stark profitiert hat. Jetzt kommt das Kuriose. Diese Aktion droht zu misslingen, weil jetzt keine unbewaffneten Schwarzen oder mit Pfeil und Bogen bewaffnete Schwarze diesen Gangsterkompanien entgegentreten, sondern es sind mit Flinten und Gewehren und auch mit Gewehren neuester Bauart bewaffnete Buren, also Europäer. Und die wehren sich, die schießen. Und kommt es also zum Einsatz der britischen Armee. Jetzt erst kommt es zum Einsatz der britischen Armee. Den Einsatz der britischen Armee bezahlt der britische Steuerzahler, selbstverständlich. Aber die Gewinne aus den Gold- und Diamantenminen kassieren Cecil Rhodes und seine Finanziers. Eine seltsame Lastenverteilung, nicht? Ja. Kosten werden verstaatlicht, die Gewinne sind privat. So ist es. Ja. Und dieses Prinzip erleben wir auch in der, könnten wir jetzt auch noch mal parallel die amerikanische Geschichte ablaufen lassen, da läuft das genauso. Und ich vermute, wir erleben das zurzeit auch in Deutschland. Mhm. Also wenn bei uns sozusagen Banken über den Jordan gehen, weil sie abenteuerlich gewirtschaftet haben, werden die gerettet. Gerettet heißt, der Steuerzahler zahlt das, nicht, und niemand anders. Und aus diesen Rettungsmilliarden, die in diese Banken gepumpt werden, machen die ihre Bilanzen und dann sagen die ja, so und so viel Profit gemacht, da kriegen wir schon wieder Zaster, weil wir so gut gewirtschaftet haben. Es ist Steuergeld. Es ist Steuergeld. Und es ist Veruntreuung. Das ist ungeheuerlich, ja, ja. Was soll man dazu noch sagen? Das haben wir uns abgeguckt.
Das war in Deutschland, glaube ich, nicht üblich früher. Mhm. Jedenfalls nicht in diesem extremen Maße. Pleite war Pleite. Das war Pech für die Beteiligten. Wir haben das Konkursrecht humanisiert. Zu Recht für den kleinen Mann. Aber für dieses da habe ich wenig Verständnis. Ja. Und außer mir verschiedene andere Leute auch nicht. Es ist so eine Art Seuche entstanden, die man nur erklären kann, wenn man dieses abenteuerliche Wirtschaften, was im angloamerikanischen Raum aufgekommen ist, zu uns überträgt und kritiklos überträgt. Dann kommt man plötzlich auf diese Ergebnisse, dass Verluste sozialisiert werden, abenteuerlich. Gut, es fängt ja mit den abenteuerlichen Finanzprodukten an, die ja also zu Karl Schillers Zeiten hier völlig indiskutabel gewesen wären, wenn da jetzt jemand auf die Idee gekommen wäre, mit solchen Finanzprodukten hier irgendwie Geld zu machen. Mhm. Der wäre rausgeflogen bei Schiller oder bei... Also es gab ja noch mal Wirtschafts- und Finanzminister, die diese Dinge begriffen haben, bis dann eben hier einer, der vorher ein braver Lehrer gewesen ist, dann gemeint hat, diese Swaps und Derivate und das ganze Zeug zu legalisieren und einzuführen. Verstand auch nichts von Wirtschaftspolitik, nichts wirklich. Aber wir sollten zum Ersten Weltkrieg und der Vorgeschichte zurückkommen. Gut ist, dass es immer diese Ausflüge in die Gegenwart kommt, weil dann deutlich wird, dass die Dinge bis heute nachwirken. Aber ich glaube, das erste wichtige Ergebnis ist neben der wirtschaftlichen Entwicklung des Kaiserreiches und dass das einfach unbequem wurde, eine Planung. Und bei allem, Fritz Fischer Geschreibsel, hat er selbst eher nicht behauptet, dass der Kaiser schon 1904 angefangen habe, die Rüstung des Kaiserreiches auf den Durchmarsch zur Weltmacht zu organisieren. Und wenn aus diesen Unterlagen hervorgeht und der Umstand, dass die Kriegskabinettsprotokolle, die wahrscheinlich unter Verschluss sind, die sind bestimmt noch da, die Engländer schmeißen da nichts weg, aber die sind wahrscheinlich unter Verschluss, aber das ist Spekulation. Die werden im Zweifelsfalle offenlegen, wie konkret die Planung dann im Kabinett auch vorangetrieben wurde. Es gibt einen Haufen von sozusagen Nebenquellen, die das relativ klar belegen. Und lassen Sie mich vielleicht noch mal gerade eben eine ganz kurze, wir haben gerade mal die chemische Industrie so als Beispiel gebracht. In der gesamten Kriegsschulddiskussion spielt ja immer die deutsche Flotte eine Rolle. Ne? Weißt also, die Deutschen waren ja irre, die haben eine Kriegsflotte aufgerüstet, wie sie die Welt nicht gesehen hatte. Erstmal stimmt das nicht. Die Briten hatten einen 2:1 Standard, sich selbst diktiert. Das heißt also, die britische Flotte muss doppelt so stark sein wie der Rest der Welt zusammen. Der Rest der Welt? Ja, ein ehrgeiziges Ziel. Einer, der es wirklich wissen muss, Winston Churchill, der war ja Marineminister kurz vor dem Ersten Weltkrieg, hat aufgeschrieben in seinen Memoiren, zu keinem Zeitpunkt meiner Dienstzeit ist die deutsche Flotte auch nur in die Nähe gekommen, der britischen gefährlich werden zu können. Zu keiner Zeit. So war es auch in Wirklichkeit. Die gesamte Flottendiskussion, die auch in der britischen Propaganda eine ganz erhebliche Rolle spielte, um die eigene Bevölkerung einzuschüchtern, hatte einen konkreten Kern. Nochmal, Propaganda wirkt besonders gut, wenn sie immer wiederholt wird und wenn sie einen konkreten Kern hat. Dieser konkrete Kern waren nicht die neuen Petroleum-U-Boote, mit Sicherheit nicht. Der konkrete Kern war eine Flotte, die gigantisch war, und das war die deutsche Handelsflotte. Ab der Jahrhundertwende gab es zwei Giganten auf der See. Das war die Hapag in Hamburg und der Norddeutsche Lloyd in Bremen. Beide waren so groß wie die nächsten 3, 4, 5, 6 Reedereien zusammen nicht. Also die deutsche Handelsflotte war in der Tat gigantisch.
ob das klug war, kann man vielleicht diskutieren. Aber es war auf jeden Fall nichts diese Militaristisches. Flotte war gigantisch. Ja, sie war keine Kriegsflotte. Sie war deswegen so gigantisch, weil sie einen besonders klugen, besonders durchsetzungsfähigen Geschäftsführer hatten, die Hamburger. Das war Albert Ballin, ein Jude. Dieser jüdischstämmige Albert Ballin hatte sich als ganz junger Mann erste Lorbeeren als Handelsmann erworben, dadurch, dass er das jüdische Auswanderergeschäft über den Atlantik weg, also von Russland kommen, über den Atlantik weg, dominiert hat. Also der hat diese Zwischendeckpassagiere erfunden und deren Passage befördert. Ja. Und das hat ihn bekannt gemacht. Und dann haben diese Hamburger Handelsherren, alle ein bisschen reich, alle ein bisschen über den Spitzenstein und alle ein bisschen zurückhaltend, haben nach einem klugen, durchsetzungsfähigen Mann gesucht und ihn gefunden. Ein genialer Schachzug. Dieser Ballin war zum Beispiel clever genug, um die amerikanischen Aufkäufer, die es in großer Zahl gab, also die ersten J.P. Morgan und ähnliche Großfinanziers, wollten unbedingt diese deutsche Flotte kaufen. Also, das kann man, wenn man sehr viel Geld hat. Dann klopft man da, weiß ich, wo diese vornehmen Leute da wohnen, an der Binnenalster, an und sagt, ich biete Ihnen so und so viel Dollar. So. Als das zu kippen begann, also dieser Jude Albert Ballin kannte offensichtlich seine Hanseaten sehr gut, da hat er die überredet, ihre Gesellschaftssatzung dahingehend zu ändern, dass Ausländer ausschließlich stimmlose Vorzugsaktien kaufen können. Da haben die dann in ihre Satzung eingeschrieben. Und so haben sie auch gehandelt. Also J.P. Morgan konnte klingeln, wie er wollte. Dann haben die irgendwie Schiss gehabt, dass sie sozusagen ihre eigene Satzung jetzt beschädigen und haben dem ein Viertel der Aktien angeboten, die hat er gekauft, als Vorzugsaktien, also sehr viel Geld bezahlt. Er war damit am Gewinn beteiligt, Morgan. Aber nicht stimmberechtigt. Aber er konnte nicht lenken. Ja. Und wenn Sie sich das angucken, wie dieser clevere Mann dieses deutsche Riesenunternehmen geführt hat, da können Sie nur sagen, Hut ab. Das wünscht Absolut. Man sich heute auch, ja. dass mal irgendeiner sagt, so jetzt ist Schluss mit lustig. Die können zwar hier ihre Petrodollars unterbringen in unserem Land, wenn sie das unbedingt wollen, aber unsere Unternehmen, die lenken wir selber. Und das scheint aber nicht üblich zu sein. Nee, Moment. Nee. Gottes und das letzte gigantische Unternehmen, was wir in Deutschland haben, da sind sozusagen wieder jetzt sozusagen in der Gegenwart angekommen, ist Volkswagen. Und das von außen angegriffen wird, mit den unfairsten Methoden, die man sich vorstellen kann. Also geheimdienstliche Ausspähung der Firmen interner und Lostreten eines völlig überflüssigen, von der deutschen Presse bejubelten Propagandafeldzuges gegen einen der größten Arbeitgeber, einen der größten Gewinnbeschaffer, Steuerzahler. Die sitzt auch noch in Deutschland, man kann es gar nicht glauben, dass es überhaupt noch gibt. Und rundherum stehen die Idioten, die wahrscheinlich irgendwie alle grün wählen und sagen, das musste endlich mal geschehen, dass mit diesen Leuten aufgeräumt wird. Man fasst sich an den Kopf und sagt, Mensch, wohin marschieren wir eigentlich? Wir entblöden uns nicht, den Teppich unter den eigenen Füßen wegzuziehen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in ganz anderen Dimensionen bei den anderen Unternehmen die Dinge mindestens genauso laufen und noch ganz andere Sachen gelaufen sind. Also nicht funktionierende Airbags und so weiter. Und da gab es dann Peanuts-Strafzahlungen seitens der USA. Jetzt gibt es eine Milliardenklage. Also natürlich ist das ein Angriff, das ist Wirtschaftskrieg, Punkt, Ende, nichts anderes. Und damit sind wir praktisch an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, wir müssen diese Entwicklungen
von Anfang an mal begucken, wer ist das eigentlich? Das ist nicht irgendwie die Hochfinanz. Es sind nicht, vor allem sind das nicht die Juden. Ne? Also das wäre ja Quatsch. Ja, ja. Abenteuerlich. Wer ist das? Wer macht da die Musik? Wer versucht hier sozusagen uns am Kanthaken zu kriegen? Und wer von diesen Leuten ist in der Lage, ganze Staaten zu lenken? Ohne erkennbares Mandat, einfach weil er auf dem Geld sitzt oder auf anderen Wertgegenständen. Manchmal sind die Sachen ja gar nicht sichtbar. Wir verlassen uns darauf. Auch das zeigt die Entwicklung der USA. Auch die USA-Geschichte ist eine Geldgeschichte. Dass wir uns darauf verlassen, dass diese Zahlen, die uns vorgeführt werden, irgendwo gibt es eine Bilanz, da stehen unendlich viele Nullen. Man muss immer jede dritte Stelle muss man irgendwie einen Punkt machen, damit man auch noch vage lesen kann, ja, ja. Mitkriegt, in welchen Größenordnungen wir uns eigentlich bewegen. Da fragt man sich erstmal, wer hat eigentlich diese Zahlen geschrieben? Wer hat die Bewertungen vorgenommen, die hinter den Sachgütern stecken? Wer hat die Forderungen bewertet? Es ist nicht irgendwo, dass einer das Geld gezählt hat, doch nur mitnichten. Und ich glaube, da ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die auch ein ganz konkretes Datum hat, nämlich den Weihnachtstag 1913, als die FED gegründet wurde. Als eine Gang von Finanzbankern diese staatliche, also die private Zentralbank der USA gegründet haben. Gegen den erklärten Willen des Kongresses, der ein Gesetz verabschiedet hat, was er offensichtlich nicht verstanden hat. Soll ja geben, Abgeordnete, die dann die Hand heben und die ahnen gar nicht, was in diesem Gesetz soll vorkommen. Ist uns auch schon passiert. Und in diesem speziellen Fall war es so. Und ich habe versucht, diese Geschichte mal rückabzuwickeln, wann die Leute angefangen haben, das zu tun, wann die ersten Sitzungen waren, wann die ersten Entwürfe geschrieben wurden, wer die ersten Entwürfe geschrieben hat. Es war wieder, also ich muss ja immer aufpassen, dass die Leute sagen, jetzt wird er antisemitisch. Es war unter diesen 7 oder 8 Leuten, die sich da zusammengesetzt hatten, war auch ein Jude dabei, nämlich Max Warburg. Der konnte das. Der hat das aufgeschrieben. Das Spannende bei der Thematik ist ja noch, dass die Voraussetzungen um diesen, es war glaube ich einen Tag vor Weihnachten 1913, diesen Beschluss durch den Kongress zu peitschen, ja war, dass erstmal der richtige Präsident gekauft werden musste. Richtig. Also ohne den wäre es ja gar nicht gegangen. Richtig. Es gab einen Präsidenten namens Taft, ein Republikaner. Ja. Und bei dem ersten Ganoventreffen, um die FED zu gründen, saß dessen Berater, sagt man, glaube ich, im Amerikanischen, also dessen irgendein Assistent von ihm saß mit am Tisch, einer von den 8. Und der hatte natürlich, musste wahrscheinlich zu Hause vorsingen, als er wieder da war, von Jekyll Island zurück. Ja. Und einen Tag später ist er entlassen worden. Er ist nicht tief gefallen durch diese Entlassung bei Taft, sondern wurde anschließend Präsident der First National Bank of New York. Also der hatte sein Auskommen hinterher. Der Taft wollte das umbiegen und brechen nicht. Jetzt haben diese Leute, das ist Wirtschaftskriminalität auf der allerhöchsten Ebene, ist das. Wie mache ich mir einen Staat untertan? Das können nur ganz wenige Ganoven. Und die haben beschlossen, der muss weg und muss durch unseren Mann ersetzt werden. In diesem Fall ein Demokrat namens Wilson, der aber gegen den Taft, das war klar, keine Chance haben würde. Und diese Bankleute sind eben gute Rechner und haben gesagt, also so viel Wahlgeschenke können wir nicht verteilen, dass unser Mann gewählt wird, das wird nicht gehen. Aber wir machen etwas anderes. Wir gründen aus der Republikanischen Partei heraus, machen wir eine Ausgründung, eine sogenannte progressive Partei,
für die wir einen Kandidaten finden, aufbauen, ja. Nämlich, das war der ehemalige Präsident Roosevelt, also Theodore Roosevelt, der sich dafür bereit erklärte, das zu tun, der relativ beliebt war in Amerika. Und der spaltete nun das Republikanerlager genau in der Mitte durch. Es entstanden 28er-Prozent und der mit seinen 32 oder was, Wilson, wurde Wahlsieger. Ja. Fortan hatten die Bankleute ihren Kandidaten an der Stelle, wo sie ihn haben wollten, der mühsam aufgebaut worden war, ein Mann ohne jede politische Erfahrung, der war Politikprofessor in Harvard. Also gut, der sprach über Politik, der machte keine. Mhm. Und der war dann sozusagen der Aufgalopp, war 2 Jahre irgendwie Gouverneur und direkt anschließend Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser Wilson hat mich natürlich stark beschäftigt. Ein komischer Heiliger, muss man sagen. Ein Prediger. Ein Heuchler. Ja. Ein abenteuerlicher Heuchler, der einen Hintermann hatte. Also es befreundete sich mit ihm ein Mann namens House. In den Quellen kommt er überall vor als Oberst, also Colonel House, also der Oberst House. Mhm. Der deutsche Kaiser dachte auch, das wäre ein Militär, war aber gar nicht, sondern ein Geschäftsmann, der für den texanischen Gouverneur die Wahlen organisiert hatte und dann den Ehrentitel Oberst kriegte. Nicht? Im demokratischen Amerika war es eben üblich, dass, weil sonst die Titel so rar waren und es keine von und keine Grafen gab, jedenfalls sich konnte man keinen ernennen, den Leuten einen Militärdienstgrad zum Schmuck zu geben. Klingt ja auch klasse. Wenn sie mir Oberst Röver sagen würden, wäre ich auch tief geschmeichelt, obwohl ich es bestenfalls bis zum Oberleutnant gebracht habe. Aber dieses war eben amerikanische Sitte. Und dieser Hintermann war der eigentliche Drahtzieher in dieser ganzen Politshow. Und war derjenige, der von Wilson, so klug war Wilson, immer wieder rundgeschickt wurde, um tatsächliche Meinungen einzufangen, was er auch getan hat. So war er im Mai 1914, war er in Europa, hat vor allen Dingen England besucht, sich mit dem dortigen Außenminister Grey befreundet und meldete an seinen Herrn in Washington zurück, die Russen und Franzosen werden in Deutschland einmarschieren, so wie England es zulässt. So, das muss ihm doch irgendjemand gesagt haben. Das kann er vom fernen Amerika aus nicht gewusst haben. Es muss ihm einer in England gesagt haben, pass mal auf, so wie wir das Signal geben, marschieren die. So war es ja auch. Und wenn man diese ganze Entwicklung betrachtet, die dann auch der Weltkrieg dann genommen hat, kommt man immer wieder auf Kernfiguren zurück. Es sind ganz wenige. Wir müssen ja, bevor wir von dem Weltkrieg als Weltkrieg reden, es ist ja erstmal ein europäischer Krieg. Und das Entscheidende für diese Finanzhintermänner ist ja der Umstand, dass im Prinzip 1915 der Krieg beendet ist. Ja. Da haben wir eine gute Ausgangslage für das Kaiserreich. Im Prinzip ist es ein Patt. Es ist nichts, keiner hat wirklich gewonnen. Der Krieg ist eigentlich durch. Und das große Problem ist, dass die ganzen Investitionen der Amis, also dieser Banker, in Großbritannien sich zu einer riesigen Schuldenblase aufzublähen drohen. Ja. So, jetzt muss der Job ja sein, denn das wusste der Wilson von seinen Befragungen auch, dass das amerikanische Volk absolut kein Interesse hatte, sich an einem europäischen Krieg in irgendeiner Weise zu beteiligen. Richtig. Also die Bevölkerung hat Nein gesagt, völlig eindeutig. Er musste jetzt also Amerika kriegsreif lügen. Diese
Die Situation in den Vereinigten Staaten war insofern prekär. Die haben immer wieder ab dem 19. Jahrhundert Bankenpaniken erlebt. Also da dieses ganze Geschäft ungeregelt war, gab es Banken, die hatten entweder Geld oder sie hatten plötzlich keins mehr. Und dann brachen die zusammen. Diese letzte Bankenpanik war die von 1907. Diese Bankenpanik hatte so verheerende Folgen, dass durch die Zerstörung vieler kleiner Vermögen natürlich auch viele Handwerker pleite gingen, Kleingewerbebetreibende gingen. Es ging mit der amerikanischen Wirtschaft steil den Berg runter. Dieses war 1914 noch nicht beendet. Nicht beendet. Jetzt kam das Kriegsgeschäft. Das Kriegsgeschäft würde ein gutes Geschäft werden, da waren sich alle einig. Es war allerdings nach kürzester Frist klar, dass als Kriegsgeschäft oder Kriegsgeschäfte Abnehmer nur Großbritannien und seine Verbündeten in Frage kommen würden, weil Großbritannien mit seiner gewaltigen Flotte die Mittelmächte blockierte, also gegen jeden Seeaußenhandel blockierte, sodass die Amerikaner, selbst wenn sie gewollt hätten, keine Handelsbeziehungen zum Kaiserreich hätten machen können. Es ging nicht, es war nicht transportabel. Ja. Es hat zu einigen Grotesken geführt, wie Deutschland versucht hat, diese Blockade zu unterlaufen mit Handels-U-Booten und ähnlichen Dingen. Aber das Hauptgeschäft lief mit Großbritannien. Und den Briten war alsbald klar, dass die Amerikaner das würden sich bezahlen lassen. Also sie würden Bezahlung verlangen. Deswegen waren die Briten außerordentlich daran interessiert, die Amerikaner ins Kriegsboot zu holen, weil sie glaubten, wenn sie mit einem Verbündeten Amerika kämpften, man ihnen die Schulden erlassen oder minimieren würde. Ja. Das war ein Irrtum. Amerika wurde nicht Alliierter, ausdrücklich nicht, sondern betrat den Krieg als assoziierte Macht. Damit war sozusagen für jeden kundigen Thebaner klar, die würden das Geld verlangen, was dann 1922 geschah. Also da war der Krieg 4 Jahre vorbei. Da machten die Rechnung auf und sagten, so, jetzt wird gezahlt. In der Zwischenzeit war Großbritannien verpflichtet, einen Großteil seiner Auslandsbesitzungen, insbesondere seiner Auslandswirtschaftsbesitzungen, nach Amerika hin zu verpfänden, sodass die wunderbare Weltmacht zu bröckeln anfing. Es wäre ein Anfang. Dasselbe passiert dann, das behandle ich in diesem Buch nicht, werde ich aber in Kürze behandeln, 1939 bis 1945, die Weltmacht verkauft sich aus. Ja. Es findet 1914 beginnend, 1945 beendend, der Stabwechsel der beiden angloamerikanischen Weltmächte statt. Von London nach Washington. Ja. Von London hin nach Washington. Und an diesem Zustand hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Ja. Wenn wir jetzt uns ansehen, dass, wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, dass es jetzt wichtig war für die amerikanische Politik, auch und in erster Linie in ökonomischen Aspekten, in denen die amerikanische Bevölkerung kriegswillig zu lügen und in den Krieg hineinzubekommen, ist ja die offizielle Begründung, dass es irgendwelche Anschläge gegeben hat auf amerikanischem Boden. Da sind wir nun bei ganz stabilen Fakten. Hat es die gegeben auf amerikanischem Boden oder nicht? Ja. Also ich habe das auch geglaubt. Also als ich dieses Buch hier geschrieben habe, also Tötet die Hunde, über was sich mit Geheimdiensttätigkeit im Ersten Weltkrieg überhaupt auseinandersetzt, also nicht mit dieser allgemeinen politischen Tätigkeit, sondern speziell verdeckte Kriegsführung, habe ich das sozusagen als Faktum unterstellt. Und als neugieriger Geheimdienstforscher habe ich mich gefragt, welcher Irre
in einem deutschen Geheimdienst war das. Es gab drei Geheimdienste, ja. Sektion P, Sektion 3B und den Marinegeheimdienst. Er hat gesagt, einer von diesen muss es gewesen sein. Ja. Und dann habe ich ganz blöd angefangen, mir den ersten Anschlag anzugucken, Wellandkanal. Das ist die Umgehungswasserstraße um die Niragara-Fälle. Dafür sind Leute verurteilt worden in Amerika für diesen Anschlag. Und die habe ich mir dann angeguckt. Die kamen mir alle so komisch vor, hatten alle irische Namen. Dann habe ich gedacht, Mensch, Mann, wo ist jetzt die Verknüpfung zum deutschen Geheimdienst? Habe ich erst mal geguckt, wo ist dieser Kanal überhaupt? Der ist in Kanada. Habe ich zum ersten Mal gestaunt. Also Anschlag. Also ein deutscher Anschlag gegen Amerika, in Amerika, der von Iren in Kanada durchgeführt wird. So, der Anschlagsort war Kanada. Ja. Dann habe ich mir angeguckt, das muss doch irgendetwas in irgendwelchen britischen Akten über die Folgen dieses Anschlages geben. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dieser Anschlag hat überhaupt nicht stattgefunden, sondern nur in der Zeitung. Es war eine Zeitungsente, weltweit verbreitet. Alle haben das geglaubt. Es gibt deutsche Akten, wo der deutsche Geheimdienstchef Walter Nicolai schreibt, Mensch, wer war das? Was passiert denn da? Ich weiß davon gar nichts. Nicht? Wer ist das? Es hat überhaupt nicht stattgefunden. Und so sind alle diese Dinge, die ich dann untersucht habe, Anschläge, die nur in Zeitungen stattgefunden haben, bis auf zwei. Es gab dieses Black Tom Island, das ist also sozusagen eine Halbinsel in New Jersey, die vor New York liegt. Ja. Da gab es einen gigantischen Munitionshafen, wo also für die europäischen Kriegstreibenden Munition gestapelt wurde, die dann über den Atlantik geschippert wurde. Der flog im Sommer 1916 in die Luft. In dem, nur für die, zum Mithören, in dem für die Alliierten Munition verschifft und gelagert und verschifft wurde, zu einem Zeitpunkt, wo das neutrale Amerika noch nicht im Krieg richtig, war. Richtig. So viel zum Thema amerikanische Neutralität. Ja. Also den Punkt kann man nämlich komplett abhaken. Den kann man abhaken. Ja. Und also die Besonderheit ist noch, das ist sozusagen der Gag bei der Übung, ist, dieses spezielle Lager, dieses hier, war für die russische Armee bestimmt. Also der Geschädigte dieses enormen Anschlages, wo in New York die Fensterscheiben rausflog, meilenweit davon entfernt. Der Geschädigte war der russische Staat, denn diese Munition war bereits bezahlt. So, jetzt habe ich geforscht, wer kommt in Frage und so. Da gibt es verschiedene Theorien, es ist alles Mögliche untersucht worden. Es gibt sehr genaue Untersuchungen nach dem Ersten Weltkrieg, weil die Amerikaner Schadensersatz vom Deutschen Reich für diese Schote haben wollten. Und jetzt stellt sich aber heraus, man findet den deutschen Täter nicht. Nicht nur damals nicht, auch ich heute nicht. Jetzt habe ich ein bisschen weiter geforscht, habe mir mal vorgestellt für einen Moment, es könnten die Briten gewesen sein, die einen provokativen Akt durchführen. Ich finde alle Täter, die dazu gehören. Es waren Tschechen. Ich finde ein Telefonat, was die Amerikaner aufgezeichnet haben zwischen diesen Tschechen, die sich rein zufällig am Anschlagsort aufhielten, und dem englischen Militärattaché in Washington. Rein zufällig haben die telefoniert und hat eine Tscheche gesagt, ja, hat alles geklappt. Hat er nur so gesagt wahrscheinlich. Ja, natürlich. So, ich habe mir ausgegraben alle Aufzeichnungen des Chefs des britischen Marinegeheimdienstes, William Reginald Hall, lagert in irgendeinem finsteren Archiv. Ich hab das hin und her geblättert. Diese Aufzeichnungen, in diesen Aufzeichnungen fehlen bestimmte Kapitel, die, wenn ich diese Aufzeichnung chronologisch ordne, genau dort die Lücke haben, zum Beispiel Juni 1916, fehlt.
Januar 1917, das war der andere große Anschlag, Kingsland, fehlt, nicht da. Sodass ich selbe Modalitäten, es ist ein Slowake, der wahrscheinlich den Anschlag verübt hat, es hat mit den Deutschen nichts zu tun und die Geschädigten dieser Munitionsfabrik auf amerikanischem Boden, eine kanadische Munitionsfabrik auf amerikanischem Boden, baut im gewaltigen Umfang für die russische Armee Granaten. Also, wieder ist der, man erkennt die Handschrift sofort, wieder ist der Geschädigte Russland, die russische Armee. Ja. Und ich kann nur sagen, wenn die Deutschen wirklich das gewollt hätten, dann hätten sie die Munitionsdepots der Alliierten für die Westalliierten zerstören müssen und auch getan, weil die eigentliche Auseinandersetzung des Ersten Weltkriegs an der Westfront stattfand, ja, und nicht an der Ostfront. Die Ostfront war fast gegessen. So, jetzt kommt man also zu dem wunderbaren Ergebnis. Es wird getürkt, damit die amerikanische Bevölkerung aufgehetzt wird. Das wird wunderbar gemacht. Alle bedeutenden Zeitungen machen mit, ja, an der Spitze, die New York Times. Die gehören ja auch den richtigen Leuten. Richtig. Die Eigentümer dieser, wenn Sie das mal gucken, die Rüstungsfabriken und diese, das ist alles dasselbe. Und dann wird das Publikum belogen, dass sich die Balken biegen. Man fühlt sich in die Jetztzeit versetzt, nicht, wo unsere Presse das Publikum belügt, dass das einem sozusagen, dass man die Ohren anlegt und sagt, wie ist es so möglich? Machen die das absichtlich oder sind die blöd? Gewünschte Ergebnis, Amerika ist im Krieg. Richtig. So, eine besondere Rolle im selben Zusammenhang spielte der U-Boot-Krieg, der dann eingeschränkt wurde, wieder hochgefahren wurde. Wenn diese Amerikaner, die da Wilson hat Predigten gegen den U-Boot-Krieg gehalten, wenn die aufgeklärt worden wären von ihrem Präsidenten, dass in New York mit der Electric Boat Company der größte Inhaber von U-Boot-Patenten saß und jeder U-Boot-Torpedoschuss, der auf der ganzen Welt abgefeuert wurde, ob aus einem deutschen U-Boot, einem britischen U-Boot oder einem russischen U-Boot, in Amerika die Kassen klingeln ließ, dann wären diese Leute vielleicht anderen Sinnes gewesen. Es war abenteuerlich, was Amerika am U-Boot-Krieg gewonnen hat. Gewinne, richtig, richtig Cash haben die Geld bekommen. Und das erzähle ich jetzt nur als Abschlussgag und dann halte ich auch Ruhe. Denn diese nach der Kriegserklärung funktionierte dieses Abkassieren der Lizenzgebühren nicht. Das haben die Amerikaner dann nach dem Krieg gemacht, haben vom Deutschen Reich Millionenbeträge für U-Boot-Lizenzen verlangt. Und dann haben die Deutschen etwas ganz Trickreiches gemacht. Das muss man einfach erzählen, weil es wirklich endlich mal eine gute Idee war. Deutschland musste im Dezember 1918 alle U-Boote abliefern. Die wurden dann nach England verschifft und weitgehend demontiert oder versenkt. Und dann haben die Deutschen gesagt, wir U-Boote, davon wissen wir gar nicht. Solche Einrichtungen in unseren U-Booten hatten wir nie. Sodass diese Firmen wie Electric Boat Company in Beweisnot kamen. Es gab kein deutsches U-Boot mehr, wo man sagen könnte, hier, das sind unsere Geräte. So, das ist aber sozusagen nur ein heiterer Randproblem. Also, Fazit bei dem ganzen Thema, wenn man sich die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, und wir haben aus gutem Grund mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges letztendlich entweder die Vorgeschichte der amerikanischen Notenbanksgründung, Kriegskabinettsentscheidung ab 1904, schon andere Überlegungen, Stichwort Made in Germany, Einführung, also Diskriminierung der Waren des Kaiserreiches. Also wir haben hier eine ganz andere ökonomisch indizierte Entwicklung, warum dieser Krieg gemacht wurde und geführt wurde, bis hin eben zu den herrlichen
Manipulationen bei dem Eintritt der USA, der dann final folgte, mit dem gewünschten Ergebnis, dass dann in der Tat die Kriegsereignisse, die im Prinzip sich 1915, was den Krieg betraf, erledigt hatten, dann doch noch so wendeten, wie das große Geld sich das wünschte, wirft natürlich ein ganz anderes Bild. Wirft auch, Sie haben Christopher Clark angesprochen, ein anderes Bild auf eine an sich faire und faktenorientierte Darstellung, die davon ausgeht, dass alle so reingetölpelt sind. Mhm. Es ist dann wohl doch nicht so, dass alle da irgendwie reingetölpelt sind, sondern man sieht schon eine Langfristplanung. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön, auch mit großem Respekt, muss ich sagen, vor dem Mut, sich in dieser Art und Weise zu positionieren. Erster Band einer Trilogie. Ich vermute, dass der zweite Band ein ganz besonders schwerer sein wird, wenn es dann um die Frage geht, wie die Entwicklung bis hin zum Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg und danach sich entwickelt hat und dann eben bis zur heutigen Zeit. Insofern darf man gespannt sein. Vielversprechender erster Band, viel Erfolg und viel Glück mit diesem Buch. Es ist ein wichtiger und richtiger Akzent, und das ist auch eine positive Nebenwirkung mit diesem Fritz-Fischer-Blödsinn, der uns wirklich jahrzehntelang gequält hat und wo hier irgendwelche Pseudohistoriker immer noch drauf reinfallen, endgültig mal aufräumt, die Fakten, die Entwicklung bis hin zum Ende des Ersten Weltkrieges sieht in der Tat komplett anders aus. Ganz herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite von Dr. Röver ein und ich will natürlich auf ein extrem lesenswertes Buch, es ist wirklich jedem ans Herz zu legen, hinweisen, Unterwegs zur Weltherrschaft, warum England den Ersten Weltkrieg auslöste und Amerika ihn gewann. Eine Publikation, in der natürlich sehr viel mehr noch nachzulesen ist, als das, was wir hier in einer guten Stunde haben besprechen können. Ein wichtiges Thema, weil deutlich geworden ist durch unsere Ausflüge in die Gegenwart, dass all die Dinge nachwirken, dass all die Mechanismen noch heute aktiv sind und funktionieren und insofern wir hier aus der Geschichte in der Tat lernen können und Konsequenzen ziehen sollten. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.